Meine werten Damen und Herren, ich kann Sie endlich zu einer weiteren Gameshow auf diesem Kanal begrüßen. 8 Monate ist es her seit unserer letzten Ausgabe und 8 Monate hat es gedauert, YouTube zu erklären, dass wir eine unparteiische Medien- und Berichterstattung dargehen. Wir sind komplett unparteiisch und beleidigen auf keinen Fall irgendwelche Marken. Auf jeden Fall. Heute geht es um diese dreckige Pokémon Presents, wo wir wieder unfertige Spiele gesehen haben. Als allererste Ankündigung werde ich ein Interview führen mit dem Herrscher und dem Anführer und dem Präsidenten des sogenannten Pokémon Boycott Hater GmbH. Das waren diese Personen, die die Bring Back National Pokédex Kampagne angeführt hatten. Ich begrüße Sie, mein Herr. Moin, moin, meine werten Herren, wir sind von der Hater GmbH, die gegen Pokémon rebelliert. Sie sind ein Pokémon-Hater. Welche Spiele haben Sie seit Pokémon Schwert und Schild, seitdem Sie diese Bring Back National Dex Kampagne haben, boykottiert? Ey, Freundchen, ich habe gerade die Steelbook Edition von Pokémon Legenden Arceus gekauft. Bestell sie mal kurz zu den beiden Remakes. Sei mal still, bitte. Ich bin gerade in einem wichtigen Gespräch. Also, wie soll ich sagen, wir boykottieren die Spiele, aber man muss ja die Spiele antesten und durchspielen, damit man sie richtig haten kann. Deswegen kaufen wir uns die Spiele, spielen sie, um sie haten zu können, falls sie dann wirklich schlecht sind. Hä? Du hast ehrlich Pokémon Legenden Arceus eine 10 von 10 gegeben auf Metacritic? Verdient, ehrlich verdient. Ich will nicht mehr. Habe ich es richtig verstanden? Ihr boykottiert Pokémon, aber kauft euch die Spiele Vollpreis? Wie boykottiert ihr nun? Um es klarzustellen, wir sind Teilzeit-Hater, nicht Vollzeit. Wenn ein neues Spiel angekündigt wird, haten wir es wegen der Grafik, weil die Grafik ehrlich scheiße ist. Dann haten wir das Spiel, dann sehen wir die neuen Features, haten die, sagen, das ist richtig scheiße. Und dann, wenn die Spiele kommen, testen wir sie an. Sagen, okay, kann man durchgehen lassen, die scheinen Fortschritte zu machen und warten aufs nächste Spiel. Zum Beispiel diese Generation 9, Alter. Das sind solche Scheißspiele. Pokémon Purpo oder Pokémon Puppo oder was? Was sind das für Namen? Und diese Grafik, 1:1 diese Arceus-Scheiße, Mann. Ey, sorry, dass ich nochmal beim Interview störe, Brudi. Aber ich habe gerade Pokémon Karmesin und Purpur jeweils 2x für uns bestellt. Küsschen aufs Nüsschen. Ja, das haben sie nicht gehört. Ich glaube, ich muss mal dringend losgehen. Ciao for now. Das war das Interview mit der Hater GmbH. Gehen wir nun weiter zu den Mobile Games Ankündigungen. Hierzu mein Kollege im Studio. Real Talk, ich kann es ihm nicht verübeln, dass er eingepennt ist. Es sind halt Mobile Games. Aber machen wir weiter mit der 9. Pokémon-Generation, die am Ende dieses Jahres erscheinen wird. Es wurde Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur für die Nintendo Switch angekündigt und stellt ein Open-World-Game dar, also komplett Open-World. Nicht so wie Legenden Arceus beispielsweise, was nur so größere Gebiete hat. Es ist komplett nahtlos alles mit allem verbunden. Zudem wurden die neuen Starter-Pokémon gezeigt. Hierbei haben wir Firoli, das Pflanzen-Pokémon, Krukel, das Abfall-, ich meine natürlich das Feuer-Pokémon und Quarks, das Wasser-Pokémon. Wir haben eine Umfrage in irgendeiner Stadt, mitten in irgendeiner Random-Stadt gemacht und haben die Leute befragt, womit sie die 3 Starter-Pokémon verbinden. Vielen Dank, mein werter Kollege. Ich befinde mich hier gerade in den Straßen von nirgendwo und werde jetzt ein paar Leute über die Starter-Pokémon befragen. Fangen wir mal mit dem Pflanzen-Pokémon Firoli an. Unser werter Herr hier, der hier bei uns steht, was sehen Sie, wenn Sie dieses Pokémon hier sehen? Was können Sie da gut erkennen? Das ist doch neue Bakugan, oder? Ich habe diese Serie damals so oft gesehen, habe so richtig viele Kindheitserinnerungen damit. Junge, nein, das ist kein Bakugan, das ist ein Pokémon. Ah, sorry, wie konnte ich verwechseln? Pokémons, ja, du meinst doch diese Digimon. Die Namen kann man sehr leicht verwechseln. Diese Pokémons sind ja so Mandela-Effekt und so. Gehen wir weiter, mit diesem Mann ist nicht zu sprechen. Ey Digi, geh nicht weg.
Das sind doch die neuen Yu-Gi-Oh! Karten, oder? Oder? Hallihallo, mein werter Herr. Was sehen Sie, wenn Sie dieses neue Pokémon der neuen Pokémon-Generation 9 sehen? Oh, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Was sehen Sie denn hier auf diesem Bild? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Weißt du, was es macht? Es macht... Amogus! Warte, was? Ding, 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 ding. Ding, bum, bum. Warum ist Amogus überall? Everywhere I go, I see his face. Cam-Qualität, Alter. Hallo? Sie sehen wie ein zivilisierter Mensch aus. Was sehen Sie, wenn Sie dieses Pokémon hier sehen? Lass mich mal genauer hinsehen. Warte mal, dich kenne ich doch von irgendwoher. Bist du nicht dieser Jojo-Dude aus Pyre Rewind? Yes, 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 ich bin Fame! Nein! Was ist mit diesem Jungen falsch? Ich sehe da nur eine Referenz. Oi, Josuke! Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich ertrage das alles nicht mehr. Bitte lass uns diesen Channel abschalten. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, lass uns am besten weitermachen. Denn wir haben noch eine letzte Ankündigung. Und zwar haben unsere professionellen Spione geheime Aufnahmen von Game Freak gefunden. Und diese werden wir jetzt mit Ihnen teilen. Meine Herrschaften und meine Frauenschaften, wir müssen das Pokémon-Franchise in eine neue Richtung führen. Aber es gab einen Shitstorm. Wie ist dieser entstanden? Ey Boss, ich glaube wirklich, wir releasen einfach die Spiele viel zu zeitnah und müssen größere Abstände erschaffen. Nein, nein, nein und nein! Wir haben uns einfach zu viel Zeit genommen für die Spiele. Die Fans mussten viel zu lange warten, bis ein neues Pokémon-Game kommt. Wir müssen mehr releasen. Aber schau mal, wir releasen doch schon jedes neue Jahr ein neues großes Pokémon-Spiel. Wäre das nicht etwas too much? Ach, schau mal, Boss. Und Pre. Niemand hat gesagt, dass wir nur ein Spiel pro Jahr releasen müssen. Lass uns zwei daraus machen. Junge, wie willst du das schaffen, zwei Spiele in einem Jahr zu releasen? Das ist einfach Speedrun-Taktik, oder was? Das ergibt keinen Sinn. Also guck mal, Bre, wir splitten unser gesamtes Team in zwei Teams auf. Team 1 arbeitet für Frühjahr 2022 an Pokémon Legenden Arceus und Team 2 arbeitet an die 9. Pokémon-Generation Karmesin und Purpur. Ah, ich verstehe. Ja, das klingt gut. Aber die Technologie, sie macht nicht so schnell Fortschritte. Wie wollen wir das überbrücken? Ich meine, es wäre dann kein guter Generationswechsel. Hast du da so einen Vorschlag? Nein. Ich habe schon an allem gedacht. Wir machen bei Pokémon Legenden Arceus keine Open World. 5 große Naturzonen. Und wir machen selbe Technologie wie bei Generation 9. Aber so hässliche Glanzeffekt. Das ist alle Grafik, hey. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ah, das ergibt keinen Sinn, das Spiel kommt schlecht an. Wartet ab. Wir machen neues Fangsystem, neues Kampfsystem, überarbeiten alles. Fans sind gehypt, weil sie sagen, Gameplay ist besser als Grafik. Was sagt ihr dazu? Und bei Generation 9 machen wir dann unseren ursprünglichen Plan komplett Open World. Das wird alle beeindrucken. Und Glanzeffekt einfach weg, selbe Technologie ohne Glanzeffekt. Bessere Farben, Spiel sieht auch besser aus. Win-Win-Situation. Ah, du Smutterboy! Wisst ihr was? Real Talk, ihr habt recht. Lasst es uns machen. Die Pokémon-Fans sind eh einfach nur ein Stück Abfall und beschweren sich eh bei jeder Sache, egal was wir tun. Dann machen wir einfach mehr Games. Ist immer mehr Cash, mehr Lohn. Ich kann Familie ernähren. Ich bin damit fein. Nun, wie gefiel Ihnen dieses Geheimvideo? Wir konnten jetzt einen tieferen Einblick in Game Freaks Kopf sehen. Und somit endet die heutige Game Show. Wir sehen uns wahrscheinlich erst wieder in 6 Monaten, weil uns die YouTube-Mitarbeiter wahrscheinlich wieder
bannen werden. Aber um dies zu verhindern, brauchen wir eure Unterstützung. Also hinterlasst gerne ein Like und ein Abo. Das wird sicherlich helfen. Ciao for now.